Kameraden, willkommen zu einer neuen Folge Runaway und vielleicht die letzte Folge, also genießt sie. Liked schon mal das Video, ne? Just say. So, und zwar hat unser lieber Sheriff Oscar, wir gehen automatisch hin, wir brauchen nichts mehr machen in dem Spiel, die beiden Killer von den Sadretti-Brüdern gefangen und hat sie ins Gefängnis gesperrt und die gehen wir uns jetzt angucken. Gut gemacht, Oscar. Du hast es geschafft, die Ganoven gefangen zu nehmen. Danke. Aber ich hab doch nur meine Arbeit gemacht. Diese Küken dachten, dass sie mich mit diesen Mini-Pistolen und dem Zahnstocher hier beeindrucken könnten. Ja, arme Irre. Du hast sie wohl in die Zelle gesteckt. Ja, ja. Und was sie dabei hatten, liegt in dem obligatorischen Beutel auf dem Bürotisch. Perfekt, Oscar. Du bist ein richtiger Profi. Ich tu doch nur meine Arbeit. Übrigens, Brian, würde es dir etwas ausmachen, mich von nun an Sheriff zu nennen? Selbstverständlich nicht. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sheriff. Alter, er hat diesen Holzklotz so manipuliert und ausgenutzt, das ist unglaublich. Wenn alles erledigt ist, kann ich damit wegfahren. Hallo Jungs. Na? Du? Steckt dieser Idiot etwa hinter allem, was passiert ist? Ich glaube nicht, dass ich auch nur annähernd so dumm bin wie ihr. Diesmal habt ihr wohl euren Meister gefunden, stimmt's? Ihr Schmeißfliegen. Sprichst du von dem Orang-Utan? Der hat uns nur auf dem falschen Fuß erwischt. Mit seinem blöden Grinsen und den Pausbacken sah der überhaupt nicht gefährlich aus. An eurer Stelle würde ich mich mäßigen. Wenn Oscar euch hört, kann ich für nichts garantieren. Du kommst dir wohl sehr schlau vor, Kleiner. Du reißt noch Witze und weißt nicht, dass du schon tot bist. Genau, toter als die Mahlzeit der Würmer da drüben. Ihr seid nicht in der Position, mir zu drohen, ihr Schwachköpfe. Ihr könnt nur betteln und flehen. Da wir gerade über den Typen da drüben reden, schaut ihn euch gut an, weil ihr genauso enden werdet. Ich verschwende lieber keine Zeit mehr mit den Killern. Aber erstmal... Halt endlich dein Maul, du schwachsinniger Russe! Einverstanden. Vielleicht findet sich ja etwas Nützliches unter den Sachen. Der Beutel ist ziemlich schwer, aber er wird wohl halten. Ja, dann guck doch mal rein, Mann. Ich riskiere mal einen Blick. Mach mal. Eine Pistole, 3 Magazine, ein paar Messer, ein Nietenhandschuh, 2 Brieftaschen und ein Handy. Das Übliche also. Sonst nix? Die Sandrettis werden sich jetzt schon fragen, warum wir uns in den letzten Stunden nicht gemeldet haben. Es wird nicht lange dauern, bis unsere Leute uns suchen. Bereite dich darauf vor, du Wurm. Mich würde brennend interessieren, was du mit uns vorhast. Ich wette, du hast nicht den Mut, uns umzubringen. Die Sandrettis werden sich jetzt... Okay, macht ja nichts. Gehen wir wieder hoch zu Sushi und Sushi zeigen wir jetzt einfach mal alles, was hier drin ist. Und dann soll Sushi einfach mal eine coole Idee machen. Sushi! Was ist, Brian? Ich bringe dir hier alles, was Gustav und Fjodor bei sich hatten. Vielleicht kannst du es benutzen, um im Internet etwas über sie zu erfahren. Wäre doch möglich. Einverstanden. Sobald ich kann, werde ich einen Blick darauf werfen. Leg ihn bitte auf den Tisch. Mach ich. Sie kann. Im Beutel aus dem Gefängnis ist alles drin. Sehr gut. Okay. Brauchen wir wieder eine Stunde? Weil wenn wir wieder eine Stunde brauchen, dann gehe ich eben kurz zum Wohnwagen und gehe wieder zurück. Und dann dürfte es ja durch sein. So, Wohnwagen. Wohnwagen. Zack. Wieder rein. Wieder hoch. Und mit ihr reden. War das genug Zeit für dich? Sushi, entschuldige bitte die Störung. Du störst nicht. Hast du einen Blick auf Gustavs und Fjodors Sachen geworfen? Ja, aber ich gehe jede Wette ein, dass die Ausweise gefälscht sind. Ich konnte im Internet keinen einzigen Hinweis auf ihre Vergangenheit finden. Obwohl, etwas habe ich doch gefunden. Gustav liebt das Kino. Er ist regelrecht vernarrt in Filme. Er mag Filme?
Wie hast du das herausbekommen? Ich habe seine Geldbörse durchsucht und bin dabei auf eine 100er-Karte einer New Yorker Videothek gestoßen. Kannst du das glauben? Diese Bestie liebt Filme. Der Kerl ist ein Kinofan. Ich möchte nicht wissen, welche seine Lieblingsfilme sind. Es ist schon merkwürdig. Pretty Woman. Am meisten vermisse ich in Douglasville das Kino. In Boston bin ich 2 oder 3 Mal die Woche ins Kino gegangen. Du bist ja ein richtiger Cineast. Ich liebe Filme. Ich bin ein großer Kinofan. Ehrlich? Sag mir, wer ist dein Lieblingsregisseur? John Ford. Keine Ahnung. Ist das eine Fun-Frage? Muss ich das irgendwie richtig beantworten? Oder ist es egal? Oh, auf dem Bildschirmuntergrund übrigens steht Runaway. Das ist ja cool. Keine Ahnung, Woody Allen. Woody Allen. Das ist auch mein Lieblingsregisseur. Aha. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Er hat so viele wundervolle Filme gedreht, aber welcher seiner Filme gefällt dir am besten? Oh, ich glaube, das müssen wir tatsächlich richtig beantworten. Ich würde sagen... Bullets Over Broadway. Ja, hervorragender Film. Einer, in dem er nicht als Schauspieler mitgewirkt hat. Der Film wurde für eine Menge Oscars nominiert, gewann aber nur einen. Den für Diane Wiest als beste Nebendarstellerin. Lass uns zu unserer Unterhaltung über das Kino zurückkehren. Wir haben unseren Geschmack in Sachen Kino verglichen und über Filme geredet. Wer, sagtest du, ist dein Lieblingsregisseur? Was ist denn, wenn ich was anderes sage? Alfred Hitchcock. Ein sehr guter Regisseur, ja. Der Meister der Spannung war einer der Besten. Daran gibt es nichts zu rütteln. Lass uns zu unserer Unterhaltung über das Kino zurückkehren. Wir haben unseren Geschmack in Sachen Kino verglichen und über Filme geredet. Wer, sagtest du, ist dein Lieblingsregisseur? Ich muss also die richtigen Antworten geben. Also Woody Allen war tatsächlich richtig. Woody Allen. Das ist auch mein Lieblingsregisseur. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Er hat so viele Wunder. Welcher seiner... Dann nehmen wir jetzt Bullets Over Broadway. Hatten wir gerade, nehmen wir jetzt Manhattan Murder Mystery. Manhattan Murder Mystery. Oh ja, den liebe ich auch. Erinnerst du dich an die Szene, in der... Sekunde, warte mal. Eine Sekunde. Ich glaube, ich habe eine Idee, mit der wir alles lösen können. Ich muss sie noch etwas reifen lassen, aber es könnte wirklich funktionieren. Lass mich alles organisieren, dann erzähle ich dir alles. Aber kannst du mir denn noch überhaupt nichts darüber erzählen? Nein. Ich möchte erst sicher sein, dass wir alles Nötige haben. Komm in einer Stunde zurück, ja? Also wieder kurz zum... Es ist schon eine Stunde vergangen. Okay. Er hat's selber gemacht. Oh, und Oscar kratzt sich immer und? Den Penis. Ich werde es dir erklären. Erinnerst du dich, dass sie in Manhattan Murder Mystery die Stimme des Ehemannes aufnahmen, um ein Telefongespräch von ihm vorzutäuschen? Ja klar, erinnere ich mich. Meine Idee ist, etwas Ähnliches zu machen. Wir rufen die Sandrettis an und geben vor, einer der Killer zu sein. Unter Gustavs und Fjodors Sachen ist ein Handy. Ich habe es untersucht und kann mich daran erinnern, eine Nummer unter dem Eintrag Chefs gesehen zu haben. Zweifellos benutzten sie die Nummer, um die Sandrettis anzurufen. Wir werden ein ausgefalleneres System als im Film benutzen. Ich habe es eines Tages aus einem sehr geheimen und uneinnehmbaren Ort heruntergeladen. Aber was können wir gewinnen, indem wir die Sandrettis anrufen und vorgeben, ihre Killer zu sein? Wir werden ihnen weismachen, dass Gustav und Fjodor das Geld haben und behalten wollen. Hm. Es könnte funktionieren. Sicher. Wie werden wir es angehen? Du musst zuerst die Stimmen der Killer aufnehmen, um sie in das Programm einzuspeisen. Das Programm wird die Stimmen analysieren und eine Art Filter einrichten. Der Filter erreicht, dass jedes Wort, das durch ihn gesprochen wird, sich wie aus dem Mund einer der Killer anhört. Ist das Programm wirklich so gut? Ich versichere es dir. Aber du musst auch Gina aufnehmen. Sie müsste sowas sagen wie, ihr Mörder, Mistkerle, ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr auch noch das Geld behalten. Gina ist auf unserer Seite. Ihre Stimme können wir direkt aufnehmen. Es wird nicht nötig sein, sie nachzuahmen. Hast du alles verstanden? Habe ich. Aber bist du sicher, dass es klappen wird? Ganz sicher. Mach dir keine Sorgen. Du brauchst nur deinen Teil zu erledigen und den Rest überlässt du mir. Auf dem Tisch liegt ein MP3-Rekorder. Steck ihn bitte ein und nimm die Stimmen auf. Na gut, ich tue es. Bitte beeil dich. Und? Das Gerät ist sehr klein und wiegt fast nichts. Was wollte ich sagen?
Das ist ja fast wie im ersten Kapitel, wo wir da, nee, im zweiten Kapitel, wo wir da von Doktor irgendwem die Stimme aufgenommen haben, um an den Sohn des Ipachu zu kommen oder so. Ey, yo, Mutti. Was geht ab? Hallo, Mama Dorita. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte, Brian. Was brauchst du von Mama Dorita? Ich würde gern Gina sehen. Geh hinein. Du weißt ja, wo sie ist. Hallo, Gina. Johnny! Du hast mich betrogen, du Flittchen. Und jetzt wirst du sterben. Jetzt erfährst du, was es heißt. Wach auf! Beruhige dich. Du hast geschlafen und wahrscheinlich einen Albtraum gehabt. Ja, es war furchtbar. Johnny stieg aus dem Grab und wollte mich töten. Ruhig. Ja, ich habe Glück gehabt, dass du kamst und mich von Johnny erlöst hast. Du scheinst jetzt nicht mehr so böse auf mich zu sein. Lass uns das für den Moment vergessen und hör mir zu. Ich habe einen Plan, mit dem wir an das Geld kommen und gleichzeitig die Sandrettis loswerden. Ich mache eine Aufnahme von dir, während du sagst, verdammte Mörder, Lügner, ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr noch das Geld behalten. Aber wozu? Erklär es mir. Wir haben keine Zeit dafür, Gina. Vertrau mir. Komm, lass uns einmal proben, bevor wir dich aufnehmen. Ich wiederhole den Satz. Verdammte Mörder, Lügner, ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr noch das Geld behalten. Verdammte Mörder, Lügner, ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr noch das Geld behalten. Sehr schlecht, Gina. Als du mich angelogen hast, konntest du das aber besser. Komm, versuch es nochmal. Verdammte Mörder, Lügner, ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr noch das Geld behalten. Das war schon besser, aber es hört sich immer noch nicht glaubwürdig an. Versuch es nochmal. Verdammte Mörder, Lügner, ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr auch noch das Geld behalten. Naja, ich gerade Oscar verdächtig, aber es wird gehen. Warte, bis ich den Rekorder aufnahmebereit habe und dann wiederhole es. Verdammte Mörder, Lügner! Ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr auch noch das Geld behalten! Gut, ich gehe. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bereite dich vor. Ich komme bald wieder und dann holen wir gemeinsam das Geld. Hast du nicht vor, mir deine Pläne mitzuteilen? Nachher. Ich verspreche es dir. Jetzt muss ich gehen. Schon gut. Aber bitte komm schnell zurück. Keine Panik. Bis später. Bis dann. Ich habe Ginas Stimme schon aufgenommen. Ich muss nur noch Gustavs und Fjodors Stimmen aufnehmen, damit Sushi den Plan umsetzen kann. Das kriege ich auch noch hin, glaube ich. So. Ab ins Gefängnis. Na, Kinderchens? Was geht ab mit euch? In Ordnung. Schauen wir mal. Hallo, Jungs. Wie vertragt ihr euch? Was für ein Spiel spielst du hier, Junge? Jetzt hast du noch die Chance, uns freizulassen und mit dem Leben davonzukommen. Ich habe Hunger. Gibst du uns nichts zu essen? Scheiße. Sogar in Shawshank werden die Gefangenen besser behandelt. Die Sandrettis werden sich jetzt schon fragen, warum wir uns in den letzten Stunden nicht gemeldet haben. Es wird nicht lange dauern, bis unsere Leute uns suchen. Bereite dich darauf vor, du Wurm. Jetzt hör mir mal zu. Ich glaube, ich habe meine Strafe schon abgesessen. Warum lässt du mich nicht frei und erlaubst mir, mich in die Gesellschaft einzugliedern? Ich will ein neues Leben beginnen. Weißt du, was das Erste ist, was ich tue, wenn ich hier rauskomme? Ich bringe deine verdammte Familie um! Halt endlich dein Maul, du schwachsinniger Russe! Halt dein Mund, du einäugiger Schwachkopf! Kommt schon, Jungs, keine Streitereien! Waffenbrüder sollten sich immer vertragen. Fertig. Ich habe die Stimmen der beiden Ganoven. Das sind keine Waffen, nur eine Absperrkette. Was? So. Bitteschön, Sushi. Mach den Rest. Hallo, Sushi. Hallo. Hast du die Aufnahmen gemacht? Ja, ich habe alles aufgenommen. Genial. Leg den Rekorder auf den Tisch und gib mir eine Stunde, um alles zu organisieren.
Okay, wie du möchtest. Bis in einer Stunde dann. Bis dann. Es ist schon eine Stunde vergangen. Das Spiel hat's eigentlich, glaube ich, fertig zu werden. Ist alles vorbereitet? Alles. Hör's dir an. Ryan, du bist ein Haufen Mist. Na, was hältst du davon? Das ist ja Wahnsinn. Hast du gesagt, ich sei unglaublich? Du bist unglaublich. Naja, so gut ist es auch wieder nicht. Letzten Endes habe ich Gustavs Stimme benutzt, weil ich der Meinung bin, dass er von den beiden Killern das Sagen hat. Wir werden für den Anruf meinen Rechner benutzen. Aber der Empfänger wird glauben, dass das Telefonat vom Handy des Killers kommt. Ich habe auch Ginas Aussage vorbereitet. Ich habe sie ein bisschen aufgepeppt und ein paar Schussgeräusche eingebaut. Lass uns loslegen. Hoffentlich geht alles gut. Das wird es bestimmt, Sushi. Ich vertraue dir. Das wird bestimmt eine Cutscene jetzt. Wird auch Zeit. Was zum Teufel ist bei euch los? Wir haben sie erwischt. Gut. Habt ihr herausbekommen, was sie über die Sache wissen? Klar, Chef. Es war genau so, wie wir es uns dachten. Bevor wir ihn abservierten, hat Johnny dem Miststück ins Ohr geflüstert, wo er das Geld versteckt hat. Ich wusste es. Und die Kohle? Habt ihr sie zurück? Schlechte Nachrichten, Chef. Ja, wie soll ich sagen? Das Geld ist in die Luft geflogen. Was? Was zum Teufel soll das wieder bedeuten? Lassen Sie es mich doch erklären, Chef. Als wir ankamen und die Schlampe und ihren Lover fanden, haben wir beschlossen, ihnen unbemerkt zu folgen. Verstehen Sie? Wir dachten, sie führen uns zu dem Geld. Und? Es hat auch geklappt, Chef. Wir folgten ihnen bis zu einem verlassenen Bergwerk. Angeblich hatte Johnny das Geld dort nach dem Raub versteckt. Wir haben sie erwischt, als sie mit zwei großen Koffern aus dem Bergwerk herauskamen. Aber Fjodor, dieser Idiot, hat wie immer viel zu früh mit dem Schießen angefangen. Ihr inkompetenten Trottel! Fjodor hat vorbeigeschossen und die beiden sind in das Bergwerk gelaufen. Wir sind hinterher und haben sie in einem Stollen gestellt. Der war leider voller Kisten. Voller verdammter Dynamitkisten. Ich hab Fjodor noch angeschrien, schieß nicht! Aber dieser Grenzdebile war schon dabei, seine Magazine auf die übliche Art zu leeren. Und in der nächsten Sekunde brach im Stollen die Hölle los. Wir sind zum Ausgang und konnten das Bergwerk gerade noch verlassen. Der verdammte Hund! Das ganze Bergwerk flog in die Luft und die Braut und ihr Idiot waren noch drin. Mit der Kohle natürlich. Es tut mir leid, Chef. Aber so wie das Bergwerk aussieht, ist es unmöglich, das Geld herauszuholen und... Verdammte Mörder! Lügner! Ihr habt ihn umgebracht und jetzt wollt ihr auch noch das Geld behalten! Was war das? Gustav, du widerliche Ratte! Das war doch das Mädchen! Gustav? Gustav? Rühr mein Geld nicht an! Perfekt. Der Stein kommt ins Rollen. Total schön. Ach ja, und vielen Dank, dass du mich eben Idiot genannt hast. Es tut mir leid, aber ich wollte glaubwürdig sein. Macht nichts. Das war einfach unglaublich. Naja, ich bitte um Verzeihung, wenn ich unbescheiden bin, aber ich war umwerfend. Und du weißt noch nichts vom letzten Sahnehäubchen. Welches Sahnehäubchen? Hör zu und versuch bitte, dich zusammenzureißen und mir nicht die Füße zu küssen. Ich bin über das Internet in eine Schweizer Bank eingedrungen und habe kurz ein 20-Millionen-Dollar-Konto auf Gustavs und Fjodors Namen eingerichtet. Danach habe ich mit dem Drucker einen Kontoauszug gemacht und ihn in Gustavs Geldbörse gesteckt, etwas versteckt, damit er ihn nicht vorzeitig findet. Morgen weise ich Oskar an, dass er die Killer aus dem Gefängnis holt, ihnen die Augen verbindet und sie sehr weit von hier freilässt. Er soll sie auf irgendeiner verlassenen Straße liegen lassen, aber vorher sicher gehen, dass sie alle ihre Sachen mitnehmen. Ich müsste mich sehr irren, wenn die Sandrettis sie nicht bald darauf finden. Dann möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Vor allem nicht, wenn die Sandrettis den Kontoauszug finden. Einfach brillant, Sushi. Du überraschst mich am laufenden Band. Das einzig Dumme ist, dass ich dafür Oskar den Wagen der Killer geben muss. Ich hatte vor, ihn selbst zu behalten, Gina abzuholen und mit ihr direkt zur Mojave-Bank zu fahren, bevor ich es mir noch anders überlege. Aber... Nimm ihn, das ist kein Problem. Oskar kann morgen einen meiner Humvees nehmen. Einen deiner Humvees? Die Dinger kosten doch ein Vermögen. Ja. Ich habe drei in der Scheune, damit ist alles in bester Ordnung. Ich muss dir jetzt nur eines sagen. Ich hasse Abschiede.
Am Ende muss ich doch immer weinen. Deswegen ziehe ich es vor, an meinem Rechner zu bleiben und nicht zu sehen, wie du wegfährst. Danke für alles, Sushi. Ich werde dich nie vergessen. Leb wohl, Brian. Und komm eines Tages wieder. Und schick mir eine E-Mail. Meine Adresse lautet sushidouglas@freenet.de. Natürlich schreibe ich dir, Sushi. Mach's gut. Du auch. Ob es die wirklich gibt? Schreib mal eine Mail dahin. Sheriff, ich muss jetzt gehen. Ich habe andernorts eine dringende Aufgabe zu erledigen. Ich nehme den Wagen der Gefangenen, einverstanden? Klar, der Schlüssel steckt. Was die beiden da drin betrifft, befolge die Anweisungen von Sushi Douglas, der Bürgermeisterin von Douglasville. Einverstanden, das werde ich tun. Bis bald, Oscar. Auf Wiedersehen, mein Freund. Tja, ich würde sagen, das ist das Ende, oder? Jetzt wird nur noch Abspann gefeiert. Lassen wir das, wir sind zwar bei 21 Minuten, aber wir lassen es einfach durchlaufen. Schauen, was passiert. Wenn man nur die ersten 3 Minuten guckt, hat selber Schuld. Nicht wahr? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch dabei seid. Tschüss, Jungs und dein Mädchen. Leb wohl, Brian. Wir werden ihn vermissen. Der war schwul, oder? Was? Was? War es nicht fabelhaft, wie Sushi mir half, die ganze Verwirrung aufzulösen? Sie ist eine unglaubliche Frau. Ich holte Gina bei Mama Dorita ab. Ihr Bein war schon vollständig geheilt. Und wir fuhren zusammen zur Mojave-Bank. Wir kamen abends dort an, aber das war kein Problem. Sushi hatte festgestellt, dass es eine jener Banken war, die rund um die Uhr geöffnet haben. Wir hatten ziemliche Angst. Aber am Ende war das Abheben des Geldes einfacher, als wir dachten. Könnt ihr das glauben? Da war ich also. Ich fuhr einen Wagen, den wir von 2 Killern gestohlen hatten, mit einer Traumfrau an meiner Seite und 20 Millionen Dollar im Kofferraum. Las Vegas war ziemlich nah, also statteten wir dem Spielerparadies einen Besuch ab. Wir verließen das Auto und checkten in einem Luxushotel ein. Gina hielt sich überhaupt nicht zurück und bestand darauf, dass wir das beste Zimmer im Hotel nahmen. Die Hochzeitssuite für die großen Momente im Leben. Wir trugen uns unter falschem Namen ein und ließen die anderen glauben, dass wir ein frisch vermähltes Paar seien. Ehrlich gesagt haben jene Tage viele der vorherigen Entbehrungen wettgemacht. Gina und ich, naja, sagen wir, dass wir die Gelegenheit hatten, uns näher kennenzulernen. Eines Morgens, als wir zum Frühstück nach unten gingen, lasen wir in einer Zeitung, dass 2 Typen in einer Gasse in New York erschossen aufgefunden worden waren. Die Beschreibung der schrägen Vögel ließ keinen Zweifel zu. Es handelte sich um Gustav und Fjodor. Die Zeitung nannte keine Einzelheiten, aber ich konnte mir gut vorstellen, was passiert war.
Hört auf zu lügen, ihr Blutegel! Wo ist das Geld? Ich schwöre Ihnen, Don Roberto, wir haben keine Ahnung. Der kleine Freund der Tussi ist schlauer, als wir dachten. Er hat uns eine Falle gestellt. Und wie war das mit eurem Anruf? Ich habe überhaupt nicht angerufen, Don Roberto. Niemals! Du dreckiger Straßenköter! Glaubst du, dass ich deine dreckige, verräterische Stimme nicht erkenne, du Kanalratte? Wir lügen nicht, Don Carlo. Wir würden euch doch niemals hintergehen. Roberto, vielleicht lügen sie uns nicht an. Gustav und Fjodor sind unsere besten Männer und sie waren uns immer treu ergeben. Ich weiß, Carlo, ich weiß. Aber bedauerlicherweise hat Treue heutzutage ihren Preis. Ich kann nicht einmal behaupten, dass es ein schlechtes Geschäft wäre, sie für 20 Millionen zu verkaufen. Aber lass uns zu guter Letzt hören, ob unsere treuen Jungs eine Erklärung dafür haben. Das hier fand ich in Gustavs Börse. Es war gut versteckt, aber nicht gut genug. Was? Ihr Hurensöhne! Niemand lacht Carlos Andretti ins Gesicht und überlebt es. Nein, Don Carlo, tut dies nicht! Nein! Verdammt, Carlo! Jetzt, wo beide tot sind, kommen wir nie an die Millionen! Darum geht es nicht. Wir schwimmen doch im Geld. Wichtiger ist, dass niemand unser Geld je anfassen wird. Letzten Endes war ja alles gut gegangen. Und ehrlich gesagt, fühlte ich keinerlei Gewissensbisse wegen der beiden Killer. Es tat mir nur leid, dass die Sandrettis ihren Teil nicht bekommen hatten. Obwohl nicht anzunehmen war, dass die Sandrettis die Angelegenheit weiterverfolgen würden, war das Sicherste für Gina, einen langen Urlaub anzutreten. Irgendwo, wo niemand sie erkennen würde. Die Cayman-Inseln schienen uns die perfekte Wahl zu sein. Gina bestand darauf, dass ich mit ihr flog, aber... Versteht mich bitte. Ich konnte es nicht tun. Ich hatte für die Chance in Berkeley hart gearbeitet und konnte nicht alles über Bord werfen. Wir sind da. Brian, willst du wirklich nicht mit mir kommen? Nein, Gina. Ich habe zu hart für diese Doktorandenstelle gearbeitet, um jetzt alles zum Fenster hinauszuwerfen. Wie du willst. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Aber es ist besser so. Ich gehöre hierher. Hier ist mein Platz. Du könntest aber ein Forschungsjahr in Anspruch nehmen und danach... Es würde nicht funktionieren. Werde glücklich, Gina. Leb wohl. Ich wäre glücklich mit dir, du Dickkopf. Leb wohl. Warum fühle ich mich jetzt wie ein kompletter Vollidiot? Na, was hast du diesmal vergessen? Naja, eine innere Stimme hat mir gesagt, dass du doch lieber mitkommen möchtest. Stimmt's oder habe ich recht? Das kann schon sein. Aber was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Möchtest du denn überhaupt, dass ich mitkomme? Na hör mal, da fragst du noch. Und du? Bist du dir immer noch sicher? Du Physiker, du? Naja, wenn ich es mir recht überlege, Berkeley gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Also? Kann es noch ein paar Jahre länger auf mich warten?
Na? Überrascht, oder? Ja, ich weiß, was ihr denkt. Brian ist die Art Mann, die es vorzieht, in Berkeley zu bleiben und zu studieren, statt mit dem heißen Feger aufzubrechen und sich ein schönes Leben zu machen. Ich gebe es zu, ich hätte fast. Aber im letzten Moment erinnerte ich mich an etwas, das ich vor langer Zeit in einem Film gehört hatte. Die Hauptfigur kam zu dem Schluss, dass man in manchen Lebenslagen wissen muss, dass... Ach, was soll's. Schatz, kannst du mir nochmal den Rücken mit Sonnenöl einreiben? Klar, mein Liebling, komme gleich. Naja, Freunde, ich muss euch jetzt verlassen. Ihr seht ja, die Pflicht ruft. Ich hoffe, dass ich euch mit meinem kleinen Abenteuer nicht gelangweilt habe und dass wir uns bald wiedersehen. Brian, kommst du? Ich komme. Wie gesagt, Freunde, wir sehen uns bald wieder.